Für unser nächstes Training habe ich heute mal einen Hasen aus dem Hut gezaubert. Moment, das ist ja die Luna. Kleinen Moment, ich zauber noch mal. So, jetzt ist es richtig, das ist wirklich ein Hase und wir werden jetzt unsere Welpen hier mal an Merlin, so heißt er, gewöhnen. Mal schauen, wie sie darauf reagieren. Und wir fangen mal an mit der Luna. Lunas Lektion hat nur einen Sinn. Am Ende soll sie denken, Kaninchen sind cool. Bei ihr mache ich mir keine großen Gedanken, die können wir gleich auch mal mit reinnehmen. Da ist keine Gefahr da. Und so sonderlich interessiert wirkt sie jetzt auch erstmal gar nicht. Luna ist, glaube ich, mehr auf Leberwurst aus als auf Merlin. Ja, sie wirkt sehr desinteressiert. Sollen wir sie mal einfach hier reinheben und mal schauen, was passiert. Ganz wichtig nochmal für euch zu Hause, wenn ihr eure Welpen auch an andere Tiere gewöhnen wollt, bitte immer darauf achten, dass es nicht gefährlich wird und dass die Tiere keinen Stress haben. Bei Merlin wissen wir das, deswegen können wir es machen. Und wenn ihr ein Kaninchen oder einen Hasen kennt, bei dem das ähnlich ist, dann dürft ihr es machen. So, jetzt wird mal geschnüffelt. Sag, hallo, wer bist du denn? Ob Luna das Gefühl hat, einen Zwilling gefunden zu haben? Man sieht irgendwie nur Fell hier bei den beiden, ne? So, jetzt sehen wir hier wieder eine schöne Kontaktaufnahme über die Nase in einer entspannten Umgebung. Ja, es ist hier ruhig, der Hase flüchtet nicht. Sie scheint den Geruch aber trotzdem sehr spannend zu finden, ne? Ja, sie steckt die Nase richtig tief ins Fell rein. Aber ihr seht, dem Merlin macht es nichts. Nicht, dass die Luna noch eine Spielaufforderung startet. Bist du fertig? Hast du ihn kennengelernt? Das reicht. Ja, dann gibst du mir sie wieder. Eine tolle Erfahrung für Luna. Ob das die Klassenkameraden auch so sehen? Unser nächster Welpe ist der Ace. Das ist natürlich ein anderes Kaliber. Das heißt, hier passe ich jetzt schon sehr auf. Leine ist dran. Wir gehen natürlich erstmal nicht mit zu Merlin rein. Ich glaube, jetzt hat er ihn gleich entdeckt. In der Nase hat er ihn schon kurz gehabt. Mal gucken, ob er ihn selber findet. Und wie macht er sich? Ja, also er hat ihn schon erschnüffelt. Aber sonderlich aufgeregt war er bis jetzt nicht. Hätte ich eigentlich bei ihm erwartet. Das kann ja noch kommen. Merlin versteckt sich sicherheitshalber schon mal. Man sieht hier an der Körpersprache, es ist erstmal noch nicht geheuer für ihn. Auch das Bellen ist jetzt hier erstmal nicht dramatisch. Wichtig ist, ich bin gespannt, völlig ruhig. Das ist ja das, was ich hier übertragen möchte. Und wir machen da gar kein großes Thema draus. Lassen ihn hier mal ein bisschen fressen. Eva, vielleicht gehst du mal zu Merlin rein. Ja. Ace muss zunächst draußen bleiben. Man weiß ja nie, wie er reagiert. Also das war nichts Aggressives, sondern einfach sehr unsicher. Er kann es noch nicht richtig einsortieren. Deswegen machen wir es ja auch mit den Welpen. Von daher alles gut, wir lassen uns Zeit. Jetzt setzen wir ihn noch mal ab und schauen mal, ob dann mehr kommt. Fein, super. Ich warte jetzt hier und marke mir die richtigen Momente. Ne? Fein. Ich warte gar nicht zu lange, damit da gar keine Unsicherheit mehr aufkommt. Schnüffeln, jawohl, schau mal, es geht doch. Jetzt kommt ein bisschen Bewegung in Merlin rein. Da, guck mal, fein. Ne? Sehr gut. Und trotzdem bleibt er hier entspannt liegen, ist interessiert. Super. Schnüffelt jetzt auch mal richtig. Fein, guck mal. Jetzt. Sehr. Das war jetzt ein richtiger Durchbruch, ne? Ja, absolut. Und deswegen ist das jetzt hier auch genau der richtige Moment, um das Training hier an der Stelle zu beenden. So, komm, Ace.